Liebe Freundinnen und Freunde, es ist jetzt doch etwas fixer gegangen, als wir gedacht haben. Sarah steht jetzt bereit. Ich möchte, dass ihr sie bitte alle mit einem ganz, ganz großen Applaus begrüßt. Sie hat so viel gearbeitet in den letzten Wochen und dafür ein so tolles Ergebnis für uns gekämpft. Also kommt alle rein und ganz, ganz großen Applaus für Sarah Wagenknecht, bitte. Ja. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Freundinnen und Freunde, ganz herzlichen Dank. Also ich denke auch, wie die Stimmung hier ist, ich finde, dass wir zumindest, was unser Ergebnis angeht, auch wirklich heute was zum Feiern haben. Matthias hat es schon gesagt, es wird das zweitbeste Ergebnis sein, was die Linke je hatte. Und deswegen auf uns selber können wir stolz sein, auch wenn die Stimmung am Abend insgesamt durchwachsen ist wegen der Ergebnisse der anderen. Wir haben alle gekämpft, ihr habt gekämpft und deswegen auch von meiner Seite ein ganz herzliches Dankeschön an euch alle, weil ohne euch hätten wir das nie geschafft. Ihr habt alle tolle Arbeit gemacht. Eigentlich wollte ich jetzt zusammen mit Dietmar hier stehen. Jetzt ist das Problem, Dietmar hatte vorhin die Runde im ZDF, steckt im Verkehr. Da ich jetzt auch kalkulieren muss, dass es Verkehr gibt, viel auf der Straße und ich rüber muss zur ARD, muss ich gleich weg. Und deswegen machen wir es jetzt leider hintereinander. Aber ich muss sagen, es hat wirklich auch Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht mit Dietmar, es hat Spaß gemacht mit Matthias. Aber es hat eben auch Spaß gemacht überall im Land, wo man so couragierte, engagierte Genossinnen und Genossen getroffen hat, die alles gegeben haben, die plakatiert haben, die sich an Infostände gestellt haben, wirklich bis zur völligen Erschöpfung. Und ich finde, so haben wir uns alle auch wirklich ein gutes Ergebnis verdient und das in einem so schwierigen Umfeld, wie wir es haben. Also das ist, denke ich, wirklich ein großer Erfolg. Natürlich ist es so, ich glaube, da muss man sich ja nichts vormachen. Wir sind alle irgendwie oder uns allen liegt natürlich etwas im Magen, das Ergebnis, das die AfD heute eingefahren hat. Weil ich gebe ehrlich zu, ich hatte auch befürchtet, dass sie über dem liegen, was die Umfragen aussagen. Aber dass es jetzt so kräftig ausfällt, nur so richtig erstaunlich ist es auch nicht. Es ist eben das Ergebnis einer jahrelangen Politik in diesem Land, die ganz vielen Menschen das Gefühl gegeben hat, dass sie komplett im Stich gelassen werden. Und das ist tatsächlich, das sind die Mütter und Väter der AfD. Und die zwei Parteien der Großen Koalition, die haben nun wirklich heute beide ja ihre Quittung bekommen. Man kann nur sagen, hoffentlich kommt wenigstens bei der SPD der Warnschuss an. Hoffentlich kapieren sie irgendwann mal, dass man nicht Sozialdemokrat sein kann und eine sozialdemokratische Partei vertreten kann und permanent seit Gerhard Schröder immer wieder Politik gegen die eigenen Wähler machen kann. Also ich würde sagen, es wäre super, wenn die in die Opposition gehen und wenn sie sich da mal regenerieren. Das weiß man nicht, das haben sie beim letzten Mal auch nicht gemacht. Aber ich würde es mir wünschen, weil die gesamtpolitische Lage ist ja wirklich so, dass wir ja auch nicht nur an uns, sondern an die Linke denken können. Wir müssen ja gucken, dass wir irgendwie es in diesem Lande hinbekommen, dass dieser enorme Rechtsruck, den wir jetzt hier erleben, und das ist ein wahnsinniger Rechtsruck, da darf man sich nichts vormachen, dass der nicht in 4 Jahren nochmal weitergeht, weil das wäre wirklich die Hölle. Da müssen alle, die das nicht wollen, etwas dagegen tun, aber dagegen kann man nur etwas tun, wenn man glaubwürdig für soziale Politik streitet, für sichere Jobs, für gute Renten, für eine ordentliche Arbeitslosigkeit, Versicherung statt diesem ganzen Hartz-IV-Unsinn und demütigenden Hartz-IV-System. Nur eine soziale Sicherheit, nur eine Politik, die tatsächlich von der Mehrheit als Politik für sie empfunden wird, die wird die Chance haben, es diesen Rechten, den Rassisten, den teilweise Nazis von der AfD, denen wieder das Wasser abzugraben. Und darum muss es jetzt gehen. Das ist einmal passiert, aber das darf jetzt nicht eine Kontinuität geben für die nächsten Wahlen. Und ich hoffe sehr, dass wir werden da jedenfalls den Haupttat machen und wir werden dazu beitragen.
Und es wird jetzt natürlich eine schwierigere, viel schwierigere Situation im Bundestag. Wir werden jetzt diese Typen von der AfD jedes Mal vor uns haben, wenn sie dort reden. Was ich allerdings schon hoffe, das ist sag mal, ein Teil dessen, wo meine Hoffnung dann doch sich mit verknüpft. Ich hoffe, dass dann vielen, die jetzt tatsächlich, weil sie dachten, sie wählen Protest, und haben deswegen da ihr Kreuzchen gemacht, dass ihnen klar wird, was sie da wirklich gewählt haben. Nämlich keine Partei, die für sozialen Protest steht, sondern eine Partei, die ganz klar für rechte und rassistische Inhalte steht und die im sozialen Bereich überhaupt nichts zum Besseren wenden wird. Und da werden wir auch sagen, heute wurde ich immer wieder gefragt, Sie sind ja nicht mehr Oppositionsführer. Wir werden der soziale Oppositionsführer bleiben, weil das ist doch gar kein anderer. Das machen die doch alle nicht. Und insoweit, meine, die Umfragen werden jetzt noch bestimmt ein bisschen hoch und runter gehen. Wir werden den ganzen Abend noch mitzittern, natürlich auch zittern jeder Einzelne jetzt auch auf den Listen. Das wird ja noch einiges, ist ja einiges noch offen, wie viele Abgeordnete wir haben werden, wie wir weiter arbeiten werden. Und ich muss eben leider dann auch gleich weg jetzt, aber auf jeden Fall würde ich sagen, das verspreche ich euch. Wir werden, und das zeichnet die Linke aus, nach der Wahl zu dem stehen, was wir vor der Wahl versprochen haben. Und wir werden den Regierenden, egal ob das nochmal eine große Koalition wird oder ob das Jamaika wird, wir werden ihnen Beine machen und wir werden ihnen immer wieder, werden wir sie mit sozialen Themen konfrontieren und immer wieder den Finger in die Wunde legen und natürlich auch mit der Frage von Krieg und Frieden, die in den nächsten Wochen möglicherweise noch viel akuter werden wird, als viele von uns sich das jetzt wünschen mögen, wenn ich sehe, dass US-amerikanische Kampfjets vor Nordkorea inzwischen herumfliegen. Also da ist ja wirklich auch sehr, sehr viel Gefahr, auch weltpolitisch, was uns in diesem Wahlkampf und wenn man jetzt nur nach Deutschland guckt, vielleicht ein bisschen aus dem Auge verloren geht. Also auch da, wir bleiben die soziale Oppositionsführung, wir bleiben die Friedenspartei und dafür kämpfen wir, dass das beim nächsten Mal in dieser Wahlperiode immer stärker wird. Vielen Dank, Sarah. Vielen Dank.